Hi, ich bin die Emmy. Ich studiere Regie an der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation und wirke dieses Jahr beim DocBlog mit. Ich rede heute über den Film Sleepless in New York von Christian Frey. Dabei geht es um verschiedene Personen, die gerade mit ihren Partnern Schluss gemacht haben und versuchen, diese Beziehung zu verarbeiten. Ich finde, dass dieser Film jeden betrifft, jeden von uns Einzelnen, da wir alle auf der Suche nach der großen, wahren Liebe sind, vor allem in dieser Großstadt. Und es natürlich in so einer Situation jeden genauso ergeht, wenn er seine Liebe verliert und versucht, das zu verarbeiten. Every time I saw her, my heart leapt. I felt like my best self with him. Everywhere in the world, people express this feeling. It's one of the most powerful brain systems ever created. If there was ever a passionate love affair in the history of mankind, ours reached that level. Mein Name ist Ulla Wessler. Ich bin beim DocFest zuständig für die Koordination der Gäste und auch der Kopiendisposition. Meine Empfehlung, mein Film auf diesem Festival ist My Name is Salt, ein Film gemacht von einer Inderin mit ihrem Ehemann, Kameramann Lutz Konermann. Das ist sehr einfach erzählt, sehr einfache Geschichte, glaubt man. Es ist unglaublich faszinierend, diese Menschen zu beobachten, wie sie es machen, vor allen Dingen, wie die Kamera diese Bilder einfängt. Ich kann diesen Film eigentlich nur jedem empfehlen, der Freude hat an wirklich tollen, tollen Aufnahmen. Mein Name ist Marin Wilkom. Ich bin die Bildredakteurin beim DocFest und die Festivalfotografin. Ein ganz besonderer Film für mich ist dieses Jahr Helio Oitisika, von Cesar Filio Oitisika. Das ist der Neffe von dem Künstler, um den es geht in diesem Film, einer der bedeutendsten Künstler im 20. Jahrhundert in Brasilien. E aí começou a ser preparada essa coisa que eu acabei fazendo em Londres em 69, que acabou sendo a Whitechapel. Eu tinha uma pessoa chamada Information, não sei se era de Nova York, que era uma espécie de síntese dos anos 60. Eu queria transformar o dia todo num estado permanente inventivo. O ideal era isso, era morar na própria obra.